Herzlich willkommen bei der Scooterschrauber zu einem neuen Video. Wir gehen heute natürlich wieder an den Piaggio Zip dran. Und zwar möchte ich euch nochmal das mit der Ölpumpe zeigen. Ich habe gestern gesehen in dem Video, was ich für euch gemacht hatte, dass das gar nicht 1:1 aussah, also mit diesem Strich von der Ölpumpe. Und das möchte ich natürlich heute nochmal zeigen, dass die Striche übereinstimmen müssen. Und das machen wir jetzt als erstes. Dann würde ich ganz gerne mal sehen, wie sieht das aus? Läuft der Roller? Also ich würde erstmal kurzfristig den Seitendeckel ein bisschen montieren, nur an Heften sozusagen. Und dann würde ich gerne mal versuchen zu starten, ob er denn auch anspringt. Dann müsste natürlich auch noch ein Benzinfilter verbaut werden. Den hatte ich ja gestern nicht verbaut gehabt, deshalb möchte ich den natürlich auch vorher noch reinsetzen, bevor wir das Ganze erstmal starten. Und dann würde natürlich der Zusammenbau kommen. Wie man jetzt gut sehen kann, jetzt hat man das auch richtig in Sicht. Gestern sah das wirklich so aus, als wäre der Strich hier oben versetzt. Aber so ist das jetzt korrekt. Wenn ich jetzt nochmal an den Gasgriff gehe und dann drehe, ich verändere jetzt noch gar nichts, ich gebe einfach nur mal Gas und gucke mal inwiefern, ja, so sollte es schon reichen. Jetzt kann man nochmal sehen, stimmt das 1:1 überein? Ja, das sieht recht gut aus. Also hier, ja, doch, das ist okay. Aber gestern in dem Video sah es eben ein bisschen anders aus, als wäre das versetzt gewesen. Gut, wir kommen jetzt dazu, dass wir den Filter einbauen. Das muss ich euch jetzt mal zeigen. Ich habe eben versucht, diesen Schlauch abzubekommen und der ist wirklich richtig weggebrochen. Ich versuche es hier jetzt auch nochmal. Hier ist mein Filter, hier ist der Schlauch und zack, das ist doch kein Material, oder? Das ist wirklich der letzte Schrott gewesen. So, die Reste habe ich hier abbekommen. Die habe ich auch wieder zerschnitten sozusagen, also eingeritzt. Also das ist doch echt der letzte Müll, oder? Jetzt ist ja hier meine Benzinzufuhr. Das würde bedeuten, entweder kürze ich den Schlauch und setze den hier zwischen, hier, oder ich schneide den Schlauch mal auseinander und gucke mal, inwiefern bekomme ich das so hin, dass dieser Filter hier vernünftig zwischen liegt. Ich habe hier nicht viel Weg. Also hier ist wirklich geringfügiger Weg, um hier noch einen Filter zwischenzusetzen. Das ist gar nicht so einfach, weil er soll ja auch nicht, also der Schlauch soll vor allem nicht abknicken. Ja, da gucken wir mal jetzt am besten, bevor wir ihn anmachen, sagen wir mal so. Da wir nicht allzu viel Platz haben, habe ich mich entschieden, ich muss mal die Hand davor halten und dass ich ihn hier vorne kappen werde. Also hier ungefähr. Den kappe ich jetzt einfach. Zack. Und wir schauen jetzt mal weiter. Na, ein bisschen hängt er hier noch. Jetzt müssen wir allerdings sehen, wie gesagt, das darf ja auch nicht abknicken hier vorne. Ich würde den Filter jetzt hier so einsetzen und muss natürlich mal gucken, inwiefern verhält sich das. Ja, das müsste funktionieren. Aber ich nehme hier ein bisschen Öl und öle hier vorne mal ein. So ein kleiner Klecks reicht, dass ich hier besser, ja, reinrutsche sozusagen. Hier nehme ich meine Klammer, dass das ja auch wieder gesichert ist. Und würde ihn jetzt von dieser Seite hier reinschieben.
Ja, das sieht gut aus. Ja, also Nummer 1 sitzt, Sicherung gleich wieder drüber setzen, dass der hier gar nicht erst runter kann. Das ist natürlich, ja, die sitzt fest. Die wird richtig bombig sitzen auf jeden Fall. Da dürfte nichts dran passieren. Jetzt nochmal die Klammer hier, also die Sicherung zusammenziehen und das sitzt hier jetzt schon mal ganz gut. Die andere Klammer muss natürlich auch noch drauf. Da muss ich jetzt mal gucken, wie rum am besten. So. Ja, die kann ich von hier unten draufsetzen. Ja, das reicht schon. Ich gebe aber auch noch mal lieber einen Schuss hier rein von dem Öl. Nur einen kleinen Klecks. Das braucht nicht viel sein. Umso leichter bekomme ich mein Filter reingeschoben. Jetzt hier natürlich auch noch mal einen Schuss Öl drauf. So, das reicht auch schon hin. Und ich bin mal gespannt. Ich will jetzt nicht unbedingt den Schlauch kürzen. Ich würde ihn gerne so lassen, wie er gerade ist. Aber gucke mir das auf jeden Fall vorher an. Ja, das sieht gut aus. Also, der darf hier rein. Gar nicht so einfach. Ja. Mann, das ist eine Quäle hier. Sieht auch gut aus. Also, die Klemme. Also die Sicherung muss aber auch hier wieder rüber. Und das ist gar nicht so einfach. Aber das ist einfach zur Sicherheit. Hier kann man jetzt ganz gut erkennen, hier wo ich meine Hand habe, hier läuft der Schlauch über den Filter. Filter immer gucken, dass der auch richtig rumsitzt, dass der immer die Führung, dass die Weiße zum Beispiel, immer zum Vergaser hin zeigt. Also, das ist schon mal angeschlossen. Dann kommen wir jetzt zu den Variomatic-Deckel. Jetzt könnt ihr auch mal sehen, dass hier meine selbstgebaute Lichttechnik zum Einsatz kommt. Und zwar habe ich sie jetzt einfach so gegen den Roller gestellt sozusagen. Ihr wisst, steht auf ein Dreibein. Also, ja, kann noch gar nicht besser sein. Und ich kann das Ganze immer noch regeln, wo möchte ich mein Licht hin haben. Hallo, bleibt man da drüben. Besser so. So ist es eben. Man muss sich mit dem Licht immer was einfallen lassen, weil es reicht sonst einfach nicht aus. Hier habe ich jetzt mein Variomatic-Deckel. Den werde ich jetzt hier erstmal aufsetzen. Na, das klappt doch einwandfrei. Und drehe jetzt erstmal so 3-4 Schrauben rein. Na, klappt vom Wegen. Doch, sitzt doch. Ne, hier vorne sitzt er noch nicht richtig. Also nochmal ab damit. Und ich gucke mir das hier nochmal an. Ja, das sieht gut aus. Und ein Versuch. Jetzt. Jawohl. Jetzt sitzt der Deckel richtig. Den schraube ich jetzt, wie gesagt, mit 4 Schrauben fest, dass wir den Roller selbst einfach mal ankicken können. Der Deckel muss eh noch mal runter, weil ich muss das ja ganz über das Ganze da innen drinnen noch reinigen. Und da möchte ich auf jeden Fall so wenig wie möglich Schrauben jetzt reinmachen. Wie gesagt, nur diese 4 Stück. Und dass ich den dann nochmal runternehmen kann und dann wird da alles nochmal gereinigt. Das muss natürlich glänzen. So, 8er Ratschenaufsatz und einfach erstmal nur handfest ansetzen. Wie gesagt, der Deckel kommt runter. Aber wir wollen ja wissen, springt der Roller jetzt auch an? Bekommt er Sprit? Läuft nichts aus? Und wie verhält sich das im Lauf? Deshalb, bevor wir ihn zusammenbauen, möchte ich davon ausgehen können, dass alles dicht ist und auch alles funktioniert. Was ich
jetzt noch machen werde, ist die Kontermutter, die zur Ölpumpe läuft, kontern, dass das auch fest ist. Ich meine, passieren kann nichts, aber das gehört sich so. Da wir nichts den Zufall überlassen, muss ich mir mal wieder statt sein 8er, 9er, 2 10er Schlüssel holen. Einen habe ich schon hier, aber das sind ja beides 10er Köpfe. Daran soll sie scheitern. Beide Schlüssel zur Hand, ein zum Festhalten und mit den anderen kontern wir das Ganze. Also, und kontern. Da gibt es gar nicht viel zu kontern, weil ich den Bautenzug so perfekt gebaut habe, dass der komplett passig ist. Was ich trotzdem pro forma einfach einsetzen werde, ist die Batterie. Die setze ich jetzt einfach hier oben nur an und verschraube sie, dass einfach eine Batterie vorhanden ist, nur ja, für den Test im Grunde. Also einmal festschrauben, einmal hier ist Nummer 2. Der eine Roller mag es mit Batterie, der andere nicht. Und das hier ist einer eigentlich, der das nicht möchte. Deshalb einsetzen. Wie gesagt, der eine Roller kommt damit zurecht, der andere Roller eben nicht. Batterie setzt, die kann ich jetzt noch ein bisschen festziehen, dass sie hier nicht hin und her rutscht oder hier runterfällt. Und dann ja, kommt es letztendlich zum Start. Dazu nutze ich Radbänder, die immer wieder verwendbar sind. Das heißt, ich kann die öffnen, schließen, wie ich so mag. So, jetzt muss ich mal gucken, das Ding will nicht richtig halten. Da muss ich noch mal ein bisschen nachhelfen. Warum auch immer. Das möchte nicht mehr. Sollte eigentlich ohne weiteres halt. Ich sollte es mal andersrum nehmen. Ah, okay. So, jetzt habe ich hier zwei Radbänder für das Ganze hier hinten durch. Nur, dass ich eben meine Batterie etwas halten kann. Na, komm mal her hier. Tut sich doch ein bisschen schwer, das Ganze. Aber es sollte gelingen. Jetzt muss man natürlich aufpassen, dass man das Ganze, so, dass ich hier nicht gegen die Masse komme mit meinem Plus. So, irgendwie sollte es doch funktionieren. Also, wer sagt's denn? Nur etwas sichern, wie gesagt, aufpassen, dass hier nichts gegen Masse kommt. Ein Pluskabel zumindest. Ja, dann würde ich sagen, ablassen. Und dann kommt der Test. Ich habe das lieber ein bisschen gesichert, indem ich hier ein Tuch zwischen gemacht habe, dass nicht mal mein Plus ans Metall gelangt. Also ein bisschen Sicherheit sollte doch schon sein. Ja, dann würde ich auch sagen, ich mache mal die Zündung an. Halt, andere Schlüssel, Zündung an und ich werde mal ein bisschen kicken. Ich habe extra auf den Filter gezeigt oder so, dass ihr es zumindest sehen könnt, ob hier auch Sprit reinkommt. Mal gucken. So sieht man auch, ob das mit dem Unterdruck stimmt. Ja, Benzin kommt rein, also mit dem Unterdruck passt auch alles. Man sieht das natürlich sehr schlecht, aber Sprit ist auf jeden Fall schon drin. Ja, wenn man allein ist, dann ist das immer das Problem. Also Sprit bekommt er auf jeden Fall. Ich gebe hier nochmal so einen Stoß.
kann natürlich sein, dass er so nicht anspringt, dass wir eventuell mit Bremsenreiniger nachhelfen müssen. Aber erstmal würde ich es gerne so probieren. Es lässt sich hier natürlich auch schlecht treten, weil hier ist überall irgendwas. Also ich höre noch gar nichts, aber der Filter ist proppenvoll mit Benzin. Das ist natürlich ein gutes Zeichen, also irgendwas sollte passieren. Entweder springt er an oder die Kerze ist nass. Eins von beiden. Bremsenreiniger. Mal gucken. Einmal Gas öffnen und etwas Bremsenreiniger rein. Ja, vielleicht wird es jetzt hier. Wenigstens schon mal ein kurzer Start. Nochmal. Nochmal nachhelfen. Kriegen wir auch hin. Irgendwie muss da ja erstmal Sprit reingelangen. Richtig griffig. Erstmal ausmachen, bevor ich wieder in der Stücke. Nebel des Grauens. Jetzt heißt es erstmal danach eine Tasse Kaffee trinken gehen und den leichten Smog hier noch rausziehen lassen, da ich die Tür ein bisschen geöffnet habe. Und dann geht es natürlich gleich weiter. Also, Roller kann erstmal hoch und ja, im Grunde kann man langsam anfangen zusammenzubauen. Was ich natürlich auch noch gerne gucke ist, ihr kennt bestimmt Andy Feldmann. Das ist ja auch so ein Tüftler und Bastler, hat Sachen im Kopf. Ja, im Grunde so meine Richtung, weil hier ist es eben nicht möglich, so eine Sachen zu bauen wie er natürlich. Sowas würde mir nämlich auch in dieser Richtung liegen. Deshalb guckt da mal rein. Ich habe sogar ihn auch schon mal angeschrieben, jetzt vor kurzem. Und ja, würde mich doch freuen, wenn seine alte Zündapp zum Beispiel aus dem letzten Video bei ihm gegen mal einen Roller antritt. Einfach nur mal just for fun, ohne gewinnen oder verlieren, einfach mal testen. Das wäre ein Ding, wo ich mich sofort drauf einlassen würde und dafür auch einen eigenen Roller aus meiner Reihe hier raussuchen würde. Einfach mal so ein Just for Fun Rennen machen. Ja, wie gesagt, ich gucke ihn auch sehr gerne und ist ja auch ein ganz cooler Typ im Grunde. Und er hat die Sachen im Kopf, die ich auch im Kopf habe, aber eben nicht umsetzen kann, sagen wir mal so. Jetzt geht's natürlich mit der Puckelarbeit los. Und zwar sauber gemacht habe ich das jetzt nicht groß, aber es ist ja auch nicht sehr groß verdreckt. Das heißt, ich bringe jetzt hier meine Teile an, dass ich, jetzt muss ich hier erstmal gucken, dass ich den Roller so langsam wieder zusammenbekomme. Dazu muss ich natürlich, hier hat sich irgendwas verschoben. Ja, meine Verschraubung. So, das muss ja auch alles wieder komplett zusammenpassen. Und ja, aber das ist das Schöne, es lässt sich sehr gut zusammenbauen, ohne irgendwelche großen Probleme. Jetzt heißt es erstmal den Gasbodenzug festmachen. Hier habe ich mein Fett stehen und hier ist meine richtige Schraube dafür, auch wenn das im Grunde nur eine Klemme ist, aber dass das hier nicht großartig weiter gammelt,
kann ich jetzt hier, ist hier genau der Ausschnitt dafür, kann ich hier meine schöne 10er Schraube ansetzen und verschrauben. Das sind eben alles so Sachen, ja, was man immer im Gedächtnis haben muss, dass man es auch wieder so zusammenführt, wie es original auch zusammengehört. Und ja, das Gedächtnis muss man schon haben. Das sieht doch hier wunderbar aus. Der Bodenzug läuft richtig schön sauber. Hier verläuft er auch ganz sauber. Das ist noch richtig schöne Handarbeit. Da hier schon immer, ja, falsche Schrauben drin waren oder nicht so schöne Schrauben, habe ich jetzt hier vorne mir zwei schöne Schrauben ausgesucht, die da auch vernünftig reinpassen und dass es auch vernünftig aussieht. Also ihr wisst, ich mag es gar nicht, wenn irgendwo nur einfach, ja, so ein Schrott eingeschraubt wird und nichts Vernünftiges. Das ist soweit schon mal getan. Was wir jetzt einsetzen, da muss ich natürlich selbst erstmal gucken. Als nächstes befestige ich das hier hinten erstmal. Das heißt, Schraube rein und sauber festschrauben. Ja, andere Seite ist dran. Wie ihr wisst, lasse ich mich mit sowas nicht lumpen. Deshalb immer schöne, saubere Schrauben wieder rein, weil wir wollen den Roller ja richtig schick haben und nicht, dass er aussieht wie aus Schlumpfhausen. Weiter geht es jetzt natürlich auch mit dem Beinschild. Ja, es ist nicht ganz so einfach alles, aber auch du musst hier wieder dran. Und jetzt heißt es natürlich auch richtig gucken, sind alle Züge da, wo sie sitzen sollen, und dann würde es heißen, nach vorne hier. So sieht das schon mal ganz gut aus. Gucke aber oder vergewissere mich nochmal, dass auch wirklich alles so sitzt, wie es sitzen soll. Deshalb, ich komme nochmal rum und gucke hier genauso, weil wir müssen ja hier unsere Züge ordentlich wieder reinbekommen, ohne dass hier irgendetwas im Wege ist. Also, das sieht schon gut aus. Hier sieht es auch schon recht gut aus. Ja, man könnte sagen, wir können es zusammenschrauben. Als erstes kommen hier die oberen Schrauben schon mal rein und wir ziehen das Ganze auch vernünftig an. Ja, das sieht gut aus. Auf der anderen Seite hier genauso. Da kommt auch eine schöne Schraube rein. Wenn ich keine schönen Schrauben habe, dann suche ich mir einfach neue dafür. Und die auch identisch sind. Nicht irgendwie einfach nur da eine andere Schraube als hier. Gibt es bei mir nicht. Also von daher jetzt die beiden unteren Schrauben und diese mittlere Schraube. Ja, hier ist die nächste Schraube. So, wir wollen doch mal sehen, ob wir diesen Roller nicht wieder schön hinbekommen. Hier ist auch noch die eine schön anziehen, dass das auch fest ist. Hier die mittlere Schraube muss natürlich auch wieder festgezogen werden, dass das alles wieder an seinen Platz kommt. Ja, das sieht recht schick aus. Also zur Not lieber neue Schrauben nehmen oder schönere Schrauben und nicht diesen alten Morks, der hier drin ist, wo eine Schraube nicht weiß, wo die andere hinkommt. Ich hatte mich doch vergriffen gehabt. Ich habe die richtige Schraube doch noch gefunden. Ja, manchmal geht es mir auch so, da muss ich doch noch mal genauer hingucken.
Aber das ist jetzt soweit fest. Hier oben ist auch alles schön, vor allem besser als vorher. Also, ich möchte schon sagen. Womit geht's weiter? Ja, eigentlich mit dem Fußeinsatz. Ich würde doch mal sagen, halt, ein bisschen andersrum. Ich würde doch mal sagen, wir gucken mal, wie uns das denn jetzt hier gelingt, dass wir diesen Fußeinsatz auch wieder recht schön hier reinbekommen. Hier muss noch ein bisschen Druck drauf. Hier darf er noch runter. Ja, na. Fürs nächste Mal weiß ich Bescheid. So, jetzt habe ich den Fußeinsatz drin. Ich bündel hier mal gerade kurz die Schrauben. Die Schraubenköpfe vor allem. Da würde ich ganz gerne mal mit der Drahtbürste rübergehen, also elektrisch zumindest, mit der Bohrmaschine und eine Drahtbürste oder einen Drahtbürstenaufsatz und die Köpfe mal erstmal wieder ein bisschen schicker machen, weil wenn ich die jetzt hier einsetze, sieht das gleich wieder schäbig aus. Ich denke, die werde ich erstmal blank machen und dann weitersehen. Ja, heute haben wir doch wieder das ein oder andere geschafft, wo ich auch echt stolz drauf bin. Wir ziehen hier, denke ich mal, ganz schön durch. Nochmal auf Andy Feldmann zurückzukommen. Wäre doch klasse, wenn er dieses Spielchen mitmachen würde und einfach mal über meinen Kanal stolpert und sich zwei jüngere Leute mal einfach nur so zusammensetzen oder zusammentun. Auf jeden Fall würde mich das natürlich freuen, weil das wäre auch nochmal so eine richtig schöne Sache. Oldtimer gegen etwas was Jüngeren oder auch was ganz anderes vor allem. Gut, in diesem Sinne machen wir natürlich in dem nächsten Video an dem Piaggio Zip weiter und setzen die letzten Teilchen sauber zusammen. Und ja, dann lass uns mal überraschen, wie er denn auch fährt. Gut, aber das ist jetzt noch eine andere Sache, weil erstmal heißt es jetzt zusammenbauen, noch ein bisschen reinigen oder sauber machen. Und dann geht es ja für das kleine Ding voran. Wer weiß, vielleicht würde ich sogar diesen Roller für so ein kleines Rennen mal opfern, wenn wir denn zusammenfinden. Aber alles ist offen. Gut, bis dahin, macht's gut. Tschüss.